So, Freunde. Ja, ich wollte euch das mal zeigen. Ich habe Adresse und alles rausgestrichen, ne, so in welchem Stadtteil und alles, ne. Aber vor kurzem auf einer Online-Plattform, wo man Wohnungen suchen und dann sich dafür bewerben kann. Jetzt schaut mal, zwei Zimmer, 65 Quadratmeter, ne? Die Kaltmiete 500 € fast. Warm fast das Doppelte. Ich weiß ja nicht, die Nebenkosten, und das ist jetzt keine Penthouse-Suite mit, keine Ahnung, irgend so ein, keine Ahnung, Security-Mann, der das Haus bewacht und irgendwie noch einen, weiß ich nicht, so ein Angestellten, der dich unten am Eingang begrüßt mit einem Tee oder dir die Schultern massiert oder irgendwelche Zusatzfunktionen, ne? Das ist eine schlichte, einfache Wohnung in Düsseldorf, ne? Ich habe mir die Bilder auch angeguckt, da war jetzt nichts Besonderes dabei, ne? 500 € Kaltmiete und dann nochmal über 400 € Nebenkosten. Was ist aus Deutschland geworden, Bruder? Ne? Wer soll sich denn bitte eine 65 Quadratmeter Wohnung für 912 € holen? Wenn du dann noch Strom, Essen, Klamotten, Autoversicherung und so dazu rechnest, Alter, dir für einen normalen Menschen bleibt doch nichts mehr zum Leben übrig. Alter, was zur Hölle ist hier in Deutschland los? Und wisst ihr, was das Lustige ist? Ich habe diese Kaltmiete so, weißt du, was ich mir so im Kopf, ich hab hier auf diese Warmmiete gar nicht geachtet, ne? Ich habe einfach Kaltmiete 500 angegeben. Ich dachte, komm, wenn es hochkommt, ne? Wenn es hochkommt, 250 € Nebenkosten, habe ich mir so überlegt. Ja, und dann wäre das noch irgendwo im Rahmen, ja, sagen wir mal 700, 750 € warm für so viel Quadratmeter, ne? Und dann in letzter Sekunde, ne, kriege ich so mit, ey, 500 und dann noch mal fast das gleiche an Nebenkosten, Alter. Ja, herzlichen Glückwunsch an Deutschland. Kuss geht raus, Alter. Beste, wo gibt, Junge.